So. Ja, bitte den Lift benutzen. Ich war schon lange nicht mehr in der Fabrik. Jetzt geht's auch mal wieder richtig los. Wir haben jetzt über eine Folge lang nur Quests angenommen. Jetzt will ich auch mal was sehen. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ja, den haben wir uns gezeigt. Die gute Reizwolle. Oh, die gute alte Glitzerfee. Ist tot. Ah, daneben. Oh nein! Mach dich platt! Oh, ich habe ihn eingefroren. Warum habe ich nicht den? Ich habe gedacht, okay, so lange einschlagen, bis er irgendwann wieder verwundbar ist. Dann habe ich gedacht, hey, warum nicht einfach schießen? Das hat damals schon funktioniert. Verdammt, ich bin falsch. Stimmt, ich muss ja auf die. Der Ofen brennt ja schon. Ich muss jetzt die Dinger hier aktivieren. Ja, das muss ich aber von unten machen, wie ich schon sehe. Ich habe ganz vergessen, dass es ja sowas war. Oh Mist, wann ist das passiert? Ach egal. Hat die gerade gesagt, I'm not your doctor? Au! Uiuiui. Oh! Ich hab ganz vergessen, dass das kann. Darf ich nicht unterschätzen, wie übel die drauf sind? Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Ich habe gerade einen Knuffi runtergeschmissen. So weit kommt doch, du schlägst mich oder was?
Bin ich jetzt richtig? Ja. Oh! Noch mehr Kieselsteine, warum nicht? Die sind viel wert für mich. Also da muss ich erst ins Höhe. Oh. Die tun echt weh. Oh, was hat mich jetzt erwischt? Oh, Gott, machen die viel Schaden. Sollte ich vielleicht mal auf harte Gegner umstellen. Boah, das geht mir auf den Sack. Hab ich einfach getreten, der Sack. Der hat geblockt. Oh, okay, abgebrochen. Oh Mann. Weiter feiern. Das war's. Wenn du halt immer wieder deinen stärksten Angriff ununterbrochen abfeuern kannst, macht das so viel Schaden. Oh, ein Rätselei. Lasst euch mal zwischenspeichern, sonst gehe ich am Ende doch noch drauf. Sind das noch ungefähr 10 Minuten? Unfriede in Minneapolis. Da kümmern wir uns später drum. Es überrascht mich, dass ich hier nochmal rein muss. Geht nicht, scheinbar verschlossen zu sein. Uff, Mann, ist das nervig. Der mit Gewalt. Auf keinen Fall gewaltsam eindringen. Auf keinen Fall gewaltsames Eindringen würde.
Was denn jetzt? Da trudeln eine ganze Menge Roboter ein. Aufgrund der Erschütterung wurde Alarm ausgelöst und Sicherheitsstufe erhöht. Es hilft nichts, wir müssen kämpfen. Oh, 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 oh. Nur mal einfach die Schwachen weg. Ah! Wenn ich einmal haben, kannst du aber auch nicht mehr ausweichen, weil dann bist du in diesem... Oh, ich bin geschlagen, ich bin geschlagen, ich bin geschlagen, ich bin geschlagen. Wie viel Schaden haben die gerade gemacht mit einmal? Ey, ich komme gar nicht mehr los. Ich will eigentlich... Versuche ich gerade... Der ja, schön. Zehnmal in die falsche Richtung gesprungen. Mach doch! War nicht gerade dran wahrscheinlich. Oh ne, ne. Gut zu wissen, was sie jetzt alle können. Oh, was? Oh, ich bin genau in dem Moment hochgelaufen. Ich kann ein paar echt gemeine Sachen. Oh, ich dachte, er ist durch. Ja. Hat er nicht gerade irgendwas gebrochen? Ja, los, heil nochmal. Gott, war das... Das war ein heftiger Kampf. Ich habe eigentlich primär auf die Fresse gekriegt. Schlosserbau gekriegt, okay. Rein ins Forschungsziel. Forschungslabor. Ach, das machen wir ja gerade. Aber es scheint mir einfach richtig, das gerade zu machen zuerst. Ah, Moment, ich stelle das System wieder her. So, jetzt müsste es. Alles System im grünen Bereich. Das Schloss an der oberen Tür sollte jetzt auch offen sein. Ich frage mich nur gerade, hätte ich ja auch über einen Schnellreisepunkt herkommen können? Wahrscheinlich schon. Ach, da ist die Tür wieder zu. Endlich, ich dachte schon, ich müsste den Rest meines Lebens in den Raum Wache schieben. Glück gehabt. Gut, dass du unverletzt bist. Oh, da seid ihr. Vielen Dank. Das werde ich nie vergessen. Dank euch bin ich endlich frei. Kann ich über das Turm, um meine Schuld bei euch zu begleichen? Willst du vielleicht als Wachmann in unserem Königreich arbeiten? Oh, ich würde so gerne für jemanden zur Hilfsbereiten arbeiten. Ich bin dabei. Geheimpolizei. Sämtliche Sicherheitsfragen kannst du ruhig mir überlassen. Gut, das war ganz nützlich. Gut, machen wir erstmal Steve Sachen. Hm, scheint es gut zu gehen. Eine Frage, hast du vielleicht noch was zu essen oder nicht? Oh, gibt's echt tolle Sachen. Wahrscheinlich würde ich die ganze Zeit Mechflakes essen.
Okay, Steve. Wenn die Hypothese stimmt und ich diesen Algorithmus anwende, dann sollte die Lösung... Hallo? Hey, ich suche einen Steve. Der ist Apokalyptiker. Kennst du ihn? Wow. Bist du neu hier? Mach dir die Augen auf. Ich bin Steve. What? Ach, du bist das? Ich wusste nicht, dass ein Porsche so jung sein kann. Ha, wenn man klug genug ist und Leistung vorweist, kann man mir Mech bauen, die Schule vorzeitig beenden und in die Forschung gehen. Wusstest du das aber nicht? Da musst du super intelligent sein. Beeindruckend, du bist kaum älter als ich. Aha, aha. Ja, naja, da kriege ich aber eher andere Sachen zu hören. Ein exzellenter Porsche, aber ein schlechtes Benehmen und so weiter. Aber was schert mich, was der Pöbel von mir denkt? Ich bin schließlich ein Genie. Apropos, als Genie habe ich kaum Zeit für mit Typen wie dir zu sprechen. Wenn es nicht um meine Forschung geht, dann lass mich in Ruhe. What? Ich habe eine Lieferung von einem Roboter übernommen. Scheint etwas mit der Forschung hier zu tun zu haben. Was? Sag's doch gleich, gib schon her. Ja. Ja, das ist es ja endlich. Ohne dieses Material kann ich mit meiner Forschung nicht mal anfangen. Aber das allein reicht noch nicht. Braucht zusätzlich noch 2 Flaschen fruchtiges Weihwasser. Ich kann wegen meiner Forschung hier nicht weg. Du eigentlich schon. Deshalb müsst ihr mir die besorgen. What? Hä? Ich? Hey. Das ist doch eine Ehre für dich. Du darfst einem Genie helfen. Also los, hopp, hopp. Hier. Hey. Du Arsch. Es hat ja gedauert, aber wenigstens hast du mir besorgt, was ich brauche. Was soll denn das heißen? Ich stand direkt neben dir noch. Mm. Ja, ist das Richtige? Ja, genau, was ich wollte. Ein Schritt näher an der Vollendung meiner Forschung. Aha, aha. Ich hab dich unterschätzt. Hätte nicht gedacht, dass du das wirklich besorgen kannst. Weil mit höchstens durchschnittlicher Intelligenz bist du wieder erwarten nützlich. Gut für mich, denn ich habe ja noch einen Auftrag für dich. Noch ein? Ja, bring 3 Lakrite. Wenn ich das habe, müsste meine Forschung fast fertig sein. Alright. Verstehe, 3 Lakrite. Ich weiß nicht, ob ich das hab. Oh, ja, hab ich. Ach, die Dinger. Ausgezeichnet, jetzt habe ich alle Materialien. Nun kann ich meine neuartigen Verbesserungen V-Stick verwirklichen. Gosh. Ein neuartiger V-Stick? Genau, kleiner als der Vorgänger und kann mehr Daten verarbeiten. Belastbarer und... ein einzigartiges Design. Meine Genialität wird die Geschichte des V-Sticks umschreiben. Bald werde ich ein Super-Genie sein, sogar klüger als Vector. Glückwunsch, Steve. Ich muss nur noch die Forschungsdaten an die Mitarbeiter übergeben. Hätte nicht gedacht, dass alles so schnell fertig sein würde. Es wäre dann alles erledigt. Gut, womit soll ich mich als nächstes befassen? Hm. Wenn du so noch an deinen Forschungsinhalten bist, komm doch in mein Königreich. Oh. Sieh mal an, willst du mich etwa abwerben? Kluge Entscheidung. Hm. Ja, wenn wir jemanden mit solch einem Intellekt hätten, wäre das von Vorteil für alle. Hm. Noch nie hat mich jemand so frei herausgelobt. Das lässt mich dann doch nachdenklich werden. Die Forschungsmöglichkeiten Milchbaum sind eh ausgeschöpft. Ach, was soll's. Tut mir zwar leid für Milchbaum, aber ich wollte sowieso woanders etwas Neues erforschen. Ich gehe mit dir. Thank you. Danke, keine Sorge, Minapolos mangelt es nicht an Forschungsthemen. Oh, jetzt kriege ich aber ordentlich Leute dazu. Ich werde mein Genie gut einsetzen. Eine sehr große Ehre für dein Land. Okay, einen Forscher zu haben, finde ich tatsächlich ganz praktisch. Soll ich mich mit dem Himmelsspalter an... Level 45 sollte man eigentlich hinkriegen. Der macht bestimmt Moves aus mir. Wo soll der sein? Der ist irgendwo außerhalb, garantiert. Wo ist denn das? Keine Ahnung. Ich finde ihn schon. So, es war Y. Wie im ersten Teil. Oh, Moment. Ach nee, habe ich schon geschafft. Halt. Gott, ich will gar nicht so weit fliegen. Das ist schwerer zu steuern, als man denkt.
Okay, wir stehen. Ja. Ja, 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 ja. Ja, okay, vielleicht so. Bisschen vorsichtiger. Ah ja, okay, so lässt sich besser steuern. So. Ich hätte auch rauflaufen können, aber ich bin zu faul. Allein der macht mir schon Schiss. Nee, warte, ich heile mich erstmal. Das ist ein Level 45 Quest und direkt da vorne ist ein Level 56 Monster. Toll, danke. Da muss ich aber erstmal den Kampf-Equalizer ändern. Das funktioniert so nicht. Das Vieh ist doch wahrscheinlich auch ein harter Gegner, von daher sollte man den auch auf Härte stellen. Keine Ahnung, was er für Effekte hat, aber die wären bestimmt unangenehm. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Geh raus, das schaffen wir. Erster Gegner tot. Okay, let's go. Obwohl, ich kenne ja deren Angriffsmuster eigentlich. Erstmal mit der Faust schießen, gut. Da habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber jetzt schreit er erstmal wieder. Ella Badge, Ella Badge. Wow, oh, hat mich geschlagen! Ah, ich habe eingefroren. Du Loser! Okay, es fehlt nicht lange. Au! Oh. Und wir sind alle tot. Nee, scheint, die lebt noch. Sie lebt noch. Gut. Das hat er super hingehauen. Für den Anfang. Hat die ein Glück? Ich glaube, wir sind tot. Ah, ich spiele plötzlich Shanty. Will ich gar nicht. Der macht auf jeden Fall ganz andere Sachen als die anderen alle. Oh, er schlägt mich schon wieder. Auch wie du schlagen willst. Ach, oh, ich wollte gerade wegspringen. Glück gehabt. Wir haben ihn vorher kaputt gemacht. Ja gut, er liegt schon wieder am Boden. Er ist verletzt, er ist verletzt. Er ist kaputt. Eine warme Magierrobe. Ja, die kann man bestimmt immer gebrauchen. So. Das Vieh ist bestimmt auch... Nö, das geht eigentlich. Level 47. Ah, die haben ein höheres Level als die anderen. Wieso war dieses mega starke Monster hier drin? Interessant. Oh, ja, der sieht auch sehr unfreundlich aus. Den muss ich mir bis zum nächsten Mal merken, aber ich glaube, ich muss hier rein in die Wandelgrotte, so wie er es gesagt hat. Der ist es nicht, das ist ein normaler Gegner. Okay, bringen wir erstmal diese blöde Flauschefee um. Stirb, Flauschefee! Jemand mag dich. Oh Gott, die Schäden stark. Die Roboter sind aber auch richtig, richtig gemein. Okay, der ist tot. Ah, danke für die Heilung. Moment, ich bin hier falsch? Ich bin hier falsch. Aber ist trotzdem ein Monster. Ein starkes.
Ich denke mal, kurz davor, hör mal einfach auf, dann weiß ich, vergesse ich es nämlich nicht. Aber ich glaube, es war doch dieser Ex-Wurm da unten, der da stand. Aber der hat doch von einem Roboter gesprochen, aber das ist was ganz anderes. Ups. Was ist denn das für ein Vieh? Das müsste aber eigentlich sein. Er hat gesagt, er soll in dieser Höhle sein. Und da ist einer in der Höhle, auch wenn der mir gerade sagt, dass er woanders sein muss. Das soll das Problem vom Zukunftswicht sein. Ich kann nicht speichern, Scheiße. Okay. Dann töten wir das Vieh jetzt in dieser Folge noch und dann speichere ich draußen. Außer das Vieh ist so stark, dass ich keine Chance habe. Dann gehe ich raus und speichere da. Ich will mal gucken, ob hier irgendwas zu finden ist. Ich suche ja immer noch eine Traumtür. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier eine ist, aber... Oh, die hauen mir sowas von auf die Fresse, alle. Die sind überhaupt immer um mir. Ach, der ist eingefroren. Ja, heil ihn bloß. Ja, gut. Ich habe nicht genug Probleme. Es ist faszinierend. Sobald du irgendeinen Charakter spielst, gehen alle auf dich. Die anderen beiden werden fast nicht angegriffen. Aber guck mal, der kontrolliert, der muss sterben. Seht das? Der geht total auf mich. Oh. Heilung. Ah! Nein. Das ist jetzt nicht besser. Der schießt garantiert auf mich. Ja, ich hab's gewusst und ich war zu langsam. Nee, heil mich. Krieg doch die ganze Prügel ab. Was ist davon? Bist du kaputt, hä? Guck mal, dass wir noch ein bisschen MP regenerieren gegen den nächsten Gegner. Dann kann ich ihm wenigstens ein, zwei Mal gleich ins Gesicht schießen. Bleigrauer Zwirn. Und Stahl. Ich finde es irgendwie schade. Diese Kristalle würde ich am liebsten mitnehmen. Die sehen so schön aus. Warum kann ich das gar... Ach, warte mal, das ist gar kein Erz. Das sieht aus wie eine Zeichnung. Aus wie eine Zeichnung von Tentakeln. Prähistorische Höhlenpornos. Ja. Hentai gab es schon damals. Bin ganz sicher. So, seltsame Aura. Ist das der Roboter von den Kenny und die anderen gesprochen? Der ausgeflippte Berserker-Golem? Ziel erfasst. Gemäß meinen Befehlen wird das Ziel vernichtet. Danger! Der Dämon auch hat den Besitz ergriffen. Sei vorsichtig, Evan. Ja, ich habe keine Angst vor dir. Schlag ihn zusammen. Okay, jetzt ist er sauer. Schlag doch ihn ein. Oh, Evan ist tot. Das war ein kurzer Gastauftritt von Evan. Ja, schießt auch auf mich. Gut. Die ist auch tot. Toll. Ich will gar nicht so nah an das Vieh rankommen, wenn ich ehrlich bin. Ah, er liegt am Boden, schlag doch wieder ein. Oh nein. Oh oh. Verflucht, wir sind alle tot. Das war ein kurzes... Der hat uns alle drei mit einem Schuss getötet. Das ist die beste Voraussetzung.
Ich möchte mal festhalten, ich habe eigentlich was, was mich unverwundbar macht, während ich ausweiche, und ich bin trotzdem gestorben. Das war jetzt einfach nur unglücklich, weil wir alle drei, klug wie wir sind, in derselben Position standen. Ich weiß nicht mehr, auf wen er geschossen hat. Dafür spielen wir aber wenigstens auf Experten. Da muss doch was passieren. Au! Oh, ein Schlag! Wie gesagt, ich hätte immer noch keine Waffe mit Life Leech. Die bringt mir zwar nichts, weil... Steh nicht bei mir! Er schießt auf mich! Du miese Ratte! Nicht schlagen! Machen wir es halt mal ohne Shiny. Okay, Evan ist auch gleich tot. Aber wir haben ihn schon zur Hälfte. Oh, ich habe ihn voll ins Gesicht gekriegt. Muss reichen. Nicht, 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 lass mich weg, lass mich weg. Helf mir mal kurz. Magie vertragen ist aber gar nicht gut. Shelly ist tot. Evan ist tot. Es läuft super. Oh nein, der schießt gleich nochmal auf mich, garantiert. Der ist tatsächlich nicht mal so schlimm wie dieser. Ich glaube, die machen das mit Absicht. Oh, du stehst bestimmt gleich auf. Ah, nein! Wurde er nicht. Dreimal! Oh, steh auf. Nicht schlagen. Letzte Engelsträne. Jetzt wird's eng. Wenn sie jetzt am Boden liegen, heile ich sie vielleicht nicht. Ach, Glück gehabt. Gut, das war's. Die hat man noch gar nicht. Goldperlen. Perlen. So, dann gehen wir noch raus. Obwohl, ist hier noch irgendwas zu klauen? Außer das da hinten? Hoffentlich sind das Kekse. Nee, nur ein Kieselstein, aber auf den kann man auch rumkauen. Ah, ein Zitronenbonbon. Hat sich gelohnt. Der Kieselstein hat sich auch gelohnt. Kieselsteine kann man gegen Bonbons eintauschen. Und noch ein Sofungus. Da haben wir schon mal zwei. Da könnte ich vielleicht doch irgendwann mal probieren. Das mache ich nochmal kurz. Der Lehrerin den Giftpilz andrehen. Vielleicht ist das ja genau den, den wir brauchen die ganze Zeit. Das würde mich mal interessieren. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. So, jetzt haben wir nämlich zwei davon. Ein leckerer Pilz unter guten Bedingungen. Oh nein, ist wohl nicht der richtige. Gosh,
Ich kapiere es auch nicht. Was soll das sein? Ein Pilz, dessen Geschmack je nach Art besser wird. Je nach Situation besser wird. Vielleicht verstehe ich es, wenn ich dann den richtigen Pilz habe. Brauchen wir noch das Geld, dann speichern wir. Aha. Gut. Maximales Geld. Ich muss dann unbedingt mal forschen, dass wir mehr Geld haben können. Weil das nervt. So, das war's. Halt, nein, das wollte ich nicht. So, dann war's das. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Ni No Kuni 2 für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und beim nächsten Mal machen wir die Nebenquest weiter. Macht's gut. Bye, Leute.